Heute sind wir unterwegs in der Region Trimmis. Wir wollen hier ein paar Geocaches suchen und los geht's. Wir sind bereits beim ersten Cache angekommen und wir glauben, da könnte hier drinnen sein. Ja, voilà. Da ist er ja. Wir sind schon beim nächsten Cache angekommen. Gut getarnt. Voilà, Herr Pettling. Wie immer, super zurückgelegt. Und schon wieder sind wir beim nächsten Cache. Sieht relativ offensichtlich aus. Und da ist er schon. Und hier haben wir noch einen wunderbaren Weg durch den Wald. Der nächste wäre vermutlich ein Angelcache. Wir haben aber keine Route dabei. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir sind bereits beim nächsten Cache und schauen, ob wir da fündig werden. Und jetzt ein Stein. Nein, das ist es nicht. Nein. Holz, Holz, Holz. Auch nicht. Ah, da haben wir etwas. Voilà. Und schon sind wir beim nächsten Cache angekommen. Der ist relativ einfach versteckt, weil den haben wir von außen dran schon gesehen. Und da hinten ist das Büchschen. Und jetzt haben wir einen schwierigen Abstieg. Ja. Geht hier über den Bach rein und nach den oben geht es dann weiter. Wir sind schon wieder beim nächsten Cache. Es geht noch wenige Meter, aber die Meter die werden es in sich haben, weil es ist sehr steil hier drauf. Hier haben wir eine wunderschöne Aussicht. Nur Cache haben wir noch nicht gefunden. An diesem Cache sind wir jetzt schon recht lange am Suchen. Die Genauigkeit ist halt nicht so gut, aber da ist er. Der Weg hier drauf, der war jetzt sehr anstrengend. Wir haben jetzt doch etliche Höhenmeter gemacht. Und jetzt schwenken wir hier über. Richtig Cache. Wir sind beim nächsten Cache und der ist gar nicht einmal so einfach zu binden. Aber wenn man die mal gesehen hat, die Art von Cache, dann weiss man, wie es aussieht. Wir sind hier beim nächsten Cache angekommen. Das ist ein ganz kleiner Weiher, ein Biotop. Jetzt müssen wir dann auch noch den Cache finden. Aktuell sind wir auf der Suche nach dem Cache. Aber es kann sich nur um Stunden handeln, bis man ihn findet. Das sieht doch verdächtig aus. Jawohl.
die Runde, in der wir unterwegs sind, das ist die Trimmis-Runde. Wir sind jetzt ein bisschen mehr als 5 Kilometer schon unterwegs. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt es uns sehr gut. Es ist abwechslungsreich. Teilweise ein bisschen strenge Anstiege, aber im Bündnerland ist das so. Von dem her, wir sind sehr zufrieden mit dieser Runde. Weiter geht's. Und schon sind wir beim nächsten Cache angekommen. Mal schauen, wie lange das mal geht zum Suchen. Es sieht doch einigermaßen verdächtig aus. Nicole von meiner Seite her gesehen ist. Auf dieser Seite hier. Oh. Ja, ein Bindchen. Ohne Fühler leider. Zweitletzte Cache auf unserer heutigen Runde. Mal schauen, ob wir den wieder finden. Jetzt sind wir ja relativ erfolgreich gewesen. Ich sehe ihn gerade nicht. Dann müssen wir weiter schauen. Nach einer gefühlten Ewigkeit haben wir den Cache endlich gefunden. Ein hübsches Exemplar. Wir stehen jetzt vor dem letzten Cache. Wir glauben es zumindest, weil der ist sehr auffällig mit den Steinen. Mal reinschauen. Jawohl, das ist er. Sehr schön. Schöne Runde gesehen, hat uns grossen Spass gemacht. Herzlichen Dank an Owner. Ein Loslachen, das war wirklich cool gesehen.